So, heute machen wir eine kleine Wiederholungsstunde einerseits von dem letzten Stück Sweet Harmony. Ich habe euch ja die Easy Guitar Version noch geschickt, in der Tonart, in der ich es auf dieser Aufnahme, die ich euch geschickt habe, nicht diese Audioaufnahme, die ich mal gemacht habe, da habe ich es in diesen Akkorden gespielt und allerdings Capo ganz hoch, irgendwo 8. und 9. Bund oder so, damit man gesanglich dann ungefähr, damit es passt, ja. Und jetzt machen wir das natürlich hier zum Vorführen in dieser einfachen Fassung. Übrigens auch einfache Akkorde, es ist kein Barré drin, das macht es natürlich dann noch schöner und simpler zum Runterspielen. Und ganz einfach spielen wir dieses Stück mal durch in dieser Tonart, die ich alternativ eben verschickt habe. Und das ist, ich sag's mal eben kurz, die Akkordfolgen. Wir haben ja immer die vier Akkorde in der Strophe. Und dann im Refrain haben wir nur drei Akkorde, weil der dritte Akkord doppelt gespielt wird. Und in diesem Falle in der Tonart ist es dann diese vier Akkorde der Strophe: A-Moll, E-Moll, Dora, Cäsar. Und im Refrain natürlich dann A-Moll, E-Moll, Dora, Dora, also D doppelt. Und das Ganze ist recht simpel gehalten. Ihr habt unten haben wir nochmal die ganz einfache Spieltechnik. Mit diesem ganz einfachen Picking immer Daumen und die drei Finger zusammen, also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und so ist das Stück total simpel mit ganz einfachen Akkorden. Ja. Und einzige Schwierigkeit für mich ist, die Tonart ist entweder zu tief oder zu hoch, deswegen irgendeinen Mittelweg werde ich finden. Für Männerstimmen ist das Stück so problematisch, deswegen habe ich es ja auch bei dieser Aufnahme Capo ganz hoch und dann siebter, achter Bund oder so und dann könnt ihr die gleichen Griffe spielen und dann hat es eine schöne mittige Stimmlage, ne, für Männer. Für Frauen könnte diese ohne Capo, also bei mir natürlich Capo 2 ist ja ohne Capo, könnte das dann besser sein. Ja? Probiert es einfach aus. Ihr habt alle Möglichkeiten, entweder die Toner, die andere, Capo, ja, nein, was auch immer. Ja? Spielen wir das Ganze mal durch. Sweet Harmony in der Easy Guitar Version in A-Moll, E-Moll, Dora, Cäsar. Is it right or wrong? Trying to find a place we can all belong. Be as one. Try to get on by if we unify. We should really try. All this time spinning round and round, made the same mistakes that we've always found. Surely now we could move along, make a better world. Now it can't be wrong. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, time is running. Let there be no doubt, we should thought things out. If we care, like we say we do, not just empty words, for a week or two, make the world your priority. Try to live your life ecologically, play a part in a great scheme. Try to live the dream on a wider scene. Let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah.
In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. In sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah. Der Aufnahme habe ich, in meiner Aufnahme habe ich natürlich damals auch diese spezielle Basstechnik benutzt, die wir ja in der ausführlichen Version hatten. Die geht auch in dieser Tonart. Langsam oder genau auf mir auf die Finger schaut, kann das bestimmt umsetzen auf diese neue Akkordfolge. Ist eigentlich total simpel, das Prinzip, Picking mit dem Chuck und so weiter, genau dasselbe. Genau, probiert's aus. Dann haben wir noch als zweites Stück heute ein neues Lied. Das habe ich, weil ich immer noch nicht ganz klar bin und ich wollte noch irgendwie ein Video auf den Weg schicken, wie ich das umsetzen sollte, dieses Lied, und deswegen habe ich sozusagen eine Easy-Guitar-Version als erstes auf den Weg geschickt, was für manche vielleicht ganz toll ist, die dann sagen, na endlich mal was Einfaches, ein einfaches Stück. Sitzt bei mir noch nicht ganz so gut, diese einfache Version natürlich schon, aber ich schicke nächste Woche noch eine ausführlichere Version. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es gestalten soll vom Fingerpicking und so weiter. Deswegen eine ganz einfache Version von Stück, wieder mal von Pink, hatten wir ja schon mehrere, und das heißt What About Us? Und wie gesagt, das ist eine ganz einfache Version, die nämlich mit dem Popstrum gespielt ist. Das Einzige, was noch ein bisschen dazu kommt, ist dass ich am Ende immer bei der Akkordfolge, die ist ziemlich dieselbe immer, dass ich ein G4 einbaue. Ja. Ich spiele das Stück vielleicht mal kurz an. What about all the broken happy ever afters?
What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Ja, das ist schon alles. Wie gesagt, es ist der Popstrum. Einfache Akkorde, E-Moll, Cäsar, Gustav, Gustav, also zwei Takte Gustav im Prinzip. Und da habt ihr gesehen, auch in der Tabulatur ist das drin, alles schön mit Popstrum. Und wir haben bei dem Popstrum, ist ja klar, ich spiele es vielleicht nochmal ganz deutlich an, das war dieser 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und. Ja. Cäsar, 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und. Das ist klar, haben wir schon x-fach gespielt. Jetzt haben wir eine kleine Besonderheit, damit das Stück nicht ganz so langweilig ist in dieser Fassung. Wir haben da bei den zwei G-Takten, habe ich ein G4 eingebaut. G4, je nach eurer G-Griffweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den hinteren drei Fingern Gustav greife, habe ich den Zeigefinger frei und den muss ich auf H-Seite ersten Bund setzen. Das ist dann G4. Ja, H-Seite erster Bund, den Zeigefinger. Wenn man die andere G-Griffweise nimmt, also wo man den Ringfinger nicht in Benutzung hat, dann kann man auch den Zeigefinger von der A-Seite runternehmen und rübersetzen, muss man ein bisschen gelenkig sein, rübersetzen auf H-Seite erster Bund selbstverständlich. Da ist dann die Quarte, die 4 drin. Ja, geht also auch so, ich zeige es nochmal. Wo ich oder wie genau ich das einbaue, sieht man in der Tabulatur ganz exakt. Wir gehen das mal durch. Es sind zwei Takte. G, G4, G. Dann wieder G, G4 und wieder zur Rückkehr auf Gustav. Das Ganze mal nochmal gezählt. Wir haben also 1, 2 und 4 und ist der Popstrum. Und wie ihr seht, ist der Wechsel auf G4, auf 2 und. Und dann auf der 4 ist dann wieder zurück, Rückkehr auf Gustav, also Zeigefinger wieder weg. Wir machen das mal als Dauerübung. Ich spiele es nochmal langsam vor. Achte genau auf meinen Zeigefinger, wann der sich setzt. Ich zähle immer dabei. 3, 4, 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und 1, 2 und 1, 2 und 4 und. Ja, bei 4 Zeigefinger wieder wegnehmen und 2 und auf der und Zeigefinger hin. Ja, so soll das funktionieren. Und dann geht die Akkordfolge immer komplett so durch. Wir spielen das nochmal zusammen. Ne? Die ganze Tabulatur oben ist schon die Basis des ganzen Liedes. Und ein Takt E-Moll, ein Takt Cäsar. Und dann diese zwei Takte, Gustav, G4, Gustav, Gustav, G4, Gustav. Machen wir von links nach rechts als Dauerübung ein bisschen langsamer. 2, 3 und 4 und E-Moll. 2 und 4 und Cäsar. 2 und 4 und Gustav. 2 und 4 und 1, 2 und 4 von vorne. E-Moll. 2 und 4 und Cäsar, 2 und 4 und Gustav, 2 und 4 und 1, 2 und 4, wieder von vorne, E-Moll, 2 und 4 und C, 2 und 4 und Gustav, 2 und 4 und 1, 2 und, letzte Runde, E-Moll, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und. Ja, und jetzt könnte man das ganze Lied komplett so durchspielen. Das machen wir vielleicht mal einfach dem Text folgen. Ich spiele das Stück mal von A bis Z so durch. Und da könnt ihr schon gleich mit einsteigen, mit moderaterem Tempo vielleicht. 2, 3 und 4, Searchlights, we can see in the dark.
sold us down the river to fall. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are proud. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called, but then you fooled us, enough is enough. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Sticks and stones, they may break these bones, but then I'll be ready, I'll be ready. It's the start of us waking up, come on. Are you ready? I'll be ready. I don't want control, I want to let go. Ready, I'll be ready. Now it's time to let them know. We are ready. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken, happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Das wäre also die ganz einfache, zur Abwechslung mal fangen wir ein Stück in der ganz einfachen Fassung an. Und ja, vielleicht der ein oder andere hungert vielleicht auf die schwierige Version, die anderen vielleicht gar nicht, ja, weil sie froh sind, damit kann ich es gut hinkriegen. Ich gebe vielleicht mal einen Vorgeschmack auf, was ich mir vorstelle, wie das Lied sich anhören könnte. Ich gehe allerdings mit dem Capodaster ein bisschen hoch. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointing up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sell. Down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters?
What about now? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. When you fooled us, enough is enough. Ja, das kümmere ich mich nächste Woche nochmal genau drum. Da gibt es dann ein ausführliches Video mit einer etwas detaillierteren, schwierigeren Fassung. Ja, dann bis zum nächsten Mal dann.